Der Sinussatz, ein Beispiel. In diesem Fall kennen wir Seite A, Seite B und den Winkel Beta, 20 Grad. Also wir kennen also Seite, Seite, Winkel. Seite, Seite, Winkel. Und wir haben also diese Seite, wir haben den Winkel, der gegenüber liegt. Und wir haben diese Seite und nicht diesen Winkel. In diesem Fall möchte ich, dass wir die Seite C berechnen. Seite C, Fragezeichen. Gut, und wenn es so ausschaut wie jetzt, können wir einfach nur loslegen. Es ist ja wie gemacht für den Sinussatz. Sinus für Alpha. Sinus für Alpha durch A, also durch 10. Durch die Seite dividiert mit der Seite, die da gegenüber liegt, ist gleich Sinus für 20 durch 5. Und das ergibt dann das Sinus für Alpha. Nee, wir multiplizieren mit 10 auf beiden Seiten. 10 verschwindet hier, wir haben nur Sinus Alpha da übrig. Und dann haben wir, ist gleich 10 mal Sinus für 20 Grad durch 5. Und dann berechnet man das, bekommt eine Zahl dafür und dann bekommt man, dass Alpha ist ungefähr gleich 43,16 Grad. Habe ich berechnet schon. Gut, und dann das ist ja schön und gut. Aber wenn wir nur diese Angaben haben, könnte das ja auch falsch sein. Weil es gibt nämlich noch eine Lösung. Weil das Problem ist, dass wenn wir den Winkel, der gegenüber von der längsten Seite liegt, dann könnte auch das hier eine Lösung sein. Es könnte ja sein, dass das hier. Okay, jetzt will ich nur Alpha berechnen. Lass uns zuerst C berechnen dann auch. Wenn Alpha das ist, dann ist Gamma. Gamma ist dann gleich 180 Grad minus 20 Grad minus Alpha, also minus 43,16 Grad. Das ist dann ungefähr genau 116,84 Grad. Und dann können wir wieder mit Sinussatz, mach da ein bisschen an Schlussstrich, dann haben wir dann C durch Sinus Gamma, C durch Sinus für 116,84 Grad ist gleich 10 durch Sinus Alpha, ist gleich 10 durch Sinus Alpha war 43,16 Grad. Das ergibt dann das C. Wir multiplizieren dann mit dem. Sinus 116,84 auf beiden Seiten. C ist dann gleich 10 mal Sinus 116,84 Grad durch Sinus für 43,16 Grad. Und C ist dann ungefähr, also diese Strecke ist dann ungefähr 13,04 cm lang. Das wäre dann die eine Lösung. Gut, das hier ist also Fall 1. Fall 1. Fall 2 ist ja dann also, dass die Seite B dann doch diese Seite ist. Und das bedeutet, dass wenn wir berechnen, so wie wir gemacht haben, bekommen wir hier diesen Winkel 43,16 Grad. Aber wegen Symmetrie hier ist ja dieser Winkel gleich dieser Winkel. Das bedeutet, dass dieser Winkel hier, können wir Alpha Prim nennen, und das hier ist ja dann Alpha. Dieser Winkel ist dann Fall 2. Dann haben wir, dass der Winkel Alpha Prim ist gleich 180 Grad minus 43,16 Grad.
Das ist, weil Sinus, mit Sinus bekommen wir eigentlich immer den kleinsten Winkel und müssen den anderen mit 180 minus diesen Winkel berechnen. Und das ist dann ungefähr 136, ja, 8 Grad. Genau, ungefähr. Und das ist ja auch wegen dem Einheitskreis. Man kann ja schauen, okay, Sinus für den Winkel 43 ist ja hier, wenn das 43 ist. Sinus ist der Y-Wert, ist ja gleich wie diesen Winkel. Also wenn das hier auch 43,16 Grad. So, also diese Winkel und diese Winkel haben ja denselben Sinuswert, also Y-Wert. Deswegen muss man immer aufpassen, wenn man einen großen Winkel, also wenn man weiß, dass das hier größer als 90 Grad ist, ja, entweder man muss es so berechnen und es ist wichtig, eine Skizze zu machen, oder wenn es geht, kann man ja auch natürlich mit dem Kosinussatz berechnen. In diesem Fall ist Gamma, also jetzt wollen wir Gamma Prim hier, Gamma Prim ist dann 180 Grad, Winkelsumme für ein Dreieck, minus 20, minus Alpha Prim, minus 20 Grad, minus Alpha Prim, also minus 136,8 Grad. Und das habe ich berechnet, wird ungefähr 23, oder wird 23,2 Grad. Und dann machen wir genauso wie hier. Man sieht, dass also 180 Grad, minus 20 Grad, minus 136 8 Grad, C, die Seite jetzt, oder C' durch C' durch Sinus für Gamma Prim, also Sinus für 23,2 Grad, ist gleich 10 durch Sinus für Alpha Prim, Sinus für 136,8 Grad. Ist nur, wenn man den Winkel berechnet, wo man aufpassen muss, jetzt spielt es keine Rolle sozusagen. Multiplizieren mit dem hier auf beiden Seiten und C' ist dann gleich 10 mal Sinus 23,2 Grad durch Sinus 136,8 Grad und das wird ungefähr 5,75 Zentimeter, also ungefähr. Genau. So, ab und zu muss man aufpassen und immer eine Zeichnung machen. Sonst ist der Sinussatz sehr praktisch.